Tag, Leute. Coinschwing ist wieder angesagt. Und damit hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Fragenpool. Heute haben wir einen neuen Gastmoderator dabei, den Niklas. Hallo. Der wird uns wie immer Fragen stellen. Wir werden die Fragen beantworten und die bessere Antwort gewinnt. So sieht's aus. Also let's go. Frage 1. Wieso schuf Gott die Frau? Also ich habe Sex einfach nur, weil das Grundbedürfnis aller Männer ist und einfach das Hauptbedürfnis auch der Männer in einer Beziehung, oder? Darauf baut man es auf. Ja, also ich hab's kurz gefatzt. Für mich war es einfach nur okay. Ein Unfall. Ja, ist gut. Für mich war es nur ein Unfall. Er wollte es eigentlich gar nicht, aber... Ja. Okay, 1-0 für dich, würde ich sagen. Ganz einfach, 1-0 für mich. Schiebt! Niklas, komm, 2-2 jetzt. Wer ist der sexiest man alive? Wenn man es jetzt nicht gut lesen kann, Freunde, ihr wisst ja ganz genau, wer es ist, oder? Was? Also, wer ist das? Tja, dich. Der Chris, der Schinken. Ja, also ich hab Max, ne? Also ich muss mal eins dazu sagen, ne? Ich hab durchtrainierte Waden. So richtig geil, das sind hier richtig sexy Ohren. Wangenknochen, Alter. Ich muss eins sagen, meine Handknochen. Überragend geil. Deine Handknochen? Ja. Was ist mit kleinen Fingern? Alter, nicht so meins. Das ist halt bei mir durchtrainiert, ne? Dass ich hebe so 3 Kilo pro. Ich hab eher so die großen Ellenbogenmuskeln. Wenn ihr es seht, wenn man so macht. Menschen Wichsmuskel? Ja. Der ist ausgeprägt. Das heißt ja eigentlich kriegst du ja keine Frauen, wenn du so viel wichst, oder? Ja. Niklas, was denkst du denn, wer der sexiest man alive ist? Keiner von euch beiden. Du, Hurensohn, Alter! Okay, kriegt halt jeder. Ein Punkt. Und jetzt kommt die Frage. Was hältst du von Astrologie? Also ich als Astrologe sag natürlich, ja, dieses, was ist überhaupt Astrologie? Weißt du, was ich in den Sternen sehe? Was ist überhaupt, was ist schon die Sterne? Ja. Ah, ja, Astrologie weißt natürlich. Was ich in den Sternen sehe, Alter? Was? Niklas ist scheiße. Ah, nee, also ich natürlich als Astrologe muss sagen, von der Astrologie halte ich ganz viel dieses Potenzial, das hinter dieser Wissenschaft steckt, ist einfach nur Scheiße, Mann! Also grandios ausgesucht. Okay, ich würde sagen, Niklas kriegt den Punkt. Und jetzt kommt die Antwort. Letzte Frage! Was ist der seltsamste Gedanke, den du je beim Sex hattest? Also ich glaube, ich habe gewonnen. Ja? Ich habe nicht gehabt. Einfach nur aus dem Grund. Ich habe es mir vorgestellt. Ihr kennt ihr das, wenn ihr das beim Sex das kommen rauszögern wollt. Dann denke ich einfach immer an Niklas. Ja, ich mag es, deswegen habe ich an Nadine andere gedacht, dass er so unglaublich sexy ist. Also, aber warte mal. Also ich würde sagen, Niklas, guck mal. Wenn er entscheiden muss zwischen Nadine Angerer und mir selber. Bekomme ich natürlich. Der einen Punkt bekommt eindeutig Chris. Ja. In diesem Sinne, Leute, wenn euch die Wurstfrau als Moderator gefallen hat, lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Hier geht's zu unserem letzten Video. Ihr könnt diesen Channel auch kostenlos abonnieren, um nichts von uns zu verpassen. In diesem Sinne, Leute, Keulen zwingen, nicht vergessen. Ciao und ciao, Niklas. Tschüss. Ciao.